So, Heidi Pump Heidi, nun zurück in Folge 5 in der Metro 2031. Das Spiel zum Roman. Roman kam vorher, schöne Information. Und wir sind jetzt kurz davor mit Birben wieder aufzubrechen. Wir hatten gerade ein paar Filter eingekauft und ein paar Hochmesser, damit wir später auch ein bisschen schleichen können. Also geht's jetzt weiter. Also ich habe hier mit einem Typen etwas ausgemacht. Er ist ein gieriges Arschloch, aber daran können wir nichts ändern. Gut, also gehen wir. Ich denke, du kennst den Weg bereits. So, wir kennen den Weg zwar jetzt noch nicht direkt, aber wir folgen jetzt einfach mal Burn. Niemand. Falls mich jemand hört, Burn? Antworten. Hier ist Moskau. Als wenn du es nicht wüsstest. Halt die Klappe und verschwinde. Moskauer Metro, Ende. Ich habe bereits gezahlt, Micha. Bitte antworte. Micha hast du nicht bezahlt. Aber falls mich jemand wenn du hört, nicht durch willst. Scheiße. Ist mir ein Vergnügen, niemand. Geschäfte mit dir zu machen. Schon falls gut, schon gut. Hört, war nur ein Scherz. Antworten. Hier ist Moskau. U-Bahn-Station Markt. Alle bereit machen. Das Tor öffnet sich. Hier ist die Moskauer Sind Sie Metro. Sicher, Kommandant? Stellung einnehmen. Gebt mir Deckung. Bitte antworten. Verdammt. Ich hasse das so sehr. Falls mich jemand Tja, irgendwas muss jetzt komisch sein daran, weil die müssen hier ernsthaft Stellung beziehen dafür, dass wir jetzt hier durchgehen. Dann gucken wir mal, wo es uns jetzt hin verschlägt. Oha. Es geht wohl nach oben jetzt. Ist ja mal was Neues. Also, so wie es aussieht, werden wir jetzt die Metro gleich verlassen. Viel Glück, Leute! Und jetzt mal ganz schnell hier mal schnell auf dem Handy dazwischen geschalten. Ich vergesse meine Uhr anzumachen. Sofort anhalten! Böhmen anhalten! So. Schnappt sie euch! Bewegung, Junge! Was? Wir müssen uns bewegen. So. Als wir zu den Ruinen Moskaus kamen, empfand ich Angst und Trauer. Aber nach einem Leben im Untergrund sah ich auch endlich die seltsame Schönheit des Himmels und der Landschaft. Das ist die tote Stadt, grunzte Bourbon. Willkommen zu Hause, Artyom. So, ganz schnell die Gasmaske aufsetzen. So, wir sind jetzt an der Oberfläche angekommen. Und jetzt ganz vorsichtig. Schön. Vorsichtig. Sind wir mitten in der Oberfläche, aber wir werden uns erstmal ein bisschen kurz und hier umgucken. Treffen wir schon auf einen glücklichen Bürger. Da wollen wir ja wohl noch ein paar mehr rumliegen. Diese irren Teufel kommen fast jeden Tag in die Oberfläche. Suchen nach Schrott, Mumm, alles, was sie ausgraben können. Manchmal also. Die Leute, die sich an die Oberfläche trauen, sind sogenannte Stalker. Oft bauen die sich an der Oberfläche Verstecke, nur für den Fall. Schau dich einfach genau um, dann werden wir keine Probleme mit Ersatzfiltern und Munition haben. Gut, die Leute verstecken also an der Oberfläche Was Filter. Was haben wir denn hier? Ah, ein Filter. Den können wir bestimmt noch gebrauchen. Ja, da liegt noch ein bisschen was. Ein bisschen Danke. Mond. Mond ist immer gut. Mond kann man gebrauchen. Halt, ist eine Falle. Hopp. Hopp. Na, wo ist der? Was ist das Gegenstück? Ja. Irgendwo. Ja, egal. So, hopp, rübergesprungen. Sicher ist sicher. Wir wollen ja nicht draufgehen, schon wieder an einer Sprengfalle. Wow. Bleib mal ruhig, Mädel. Wir wollen nur ein bisschen Moon sammeln. Den Filter kann ich nicht mitnehmen, schade. So. Gucken wir mal ein bisschen um uns. Vielleicht finden wir was. Ne. So. Also wieder zurück nach unten. Zack. Wack. Stern wollen wir jetzt nicht durchspringen. Gibt hier noch was bei der Leiche? Eine Gasmaske? Ne, können wir nicht mitnehmen. Weiter geht's. Bereit? Gehen wir.
Naja, bereit, nachdem man die ganze Zeit nur im Untergrund gelebt hat? Ich glaube nicht wirklich, aber wir müssen den Luftschacht erreichen, damit wir zur trockenen Station kommen. Dann trennen wir uns und du bekommst meine AK, wie versprochen. Ja, auf die AK freue ich mich ja. Weil ist um einiges besser als das, was ich habe hier gerade. Ah, was hat sich gerade bewegt? Was zum Teufel? Versteck dich, Junge! Ja. Bleib versteckt! Wenn wir der Bestie im Freien begegnen, dann krieche ich in die nächste Spalte. Das werde ich mit Freude auch tun, glaube ich. Ich nenne sie Mistkerle. Ja, das sind fliegende Mistkerle, die machen ordentlichen Schaden und ordentlich Aua. So, liegt da was im Auto? Nee. Wo ist der jetzt denn? Ach, da. Da ist er. Hinterher. Das ist die tote Stadt. Willkommen zu Hause, Artyom. Das ist also Moskau, wie es mal war. Spring, ich fang dich auf. Na schön, und schon landet man in Suppe fast. Nicht außen rumgehen, Artyom. Nicht in die Pfützen treten, sonst wirst du verstrahlt. Ja, schön, das habe ich auch gerade mitbekommen wieder. Dein Ziel ist ein Schacht im Hinterhof, der führt zur trockenen Station. Ich warte im Gebäude auf dich. In der oberen Etage ist ein Ranger-Versteck. Beeil dich und iss keinen gelben Schnee. Ja, was willst du denn auch essen mit einer Gasmaske auf dem Kopf? Was zum Teufel? Scheiße! Hopp, hopp, immer weiter, hopp, hopp, hopp. Scheiße, das ist nur das Bestie. So, vergessen nicht Kompass und ihren Journal zu benutzen. Ja, wir müssen jetzt rechts lang. Wir werden jetzt ein bisschen außenrum laufen dürfen. Weil wir da nicht drüber kommen konnten, also müssen wir jetzt uns den netten Umweg gönnen. Schnell mal einen Filterwechsel. Zack. Filter gewechselt. Jetzt haben wir wieder ein bisschen mehr Zeit. So, gucken wir auf die Uhr. Wir haben es kurz vor 1, um genau zu sein. Original auch in der Zeit, also 0.50 Uhr jetzt. Ich spiele ja auch die Zeit der Aufnahme wieder. Ich nehme immer um diese Uhrzeiten auf. Hat viele Gründe. Ein Grund, ich habe die Straßenbahn nicht mehr vor meiner Haustür. Zweiter Grund ist, meine Katzen sind ruhig. Die sind tagsüber ein bisschen blitz hier. Aber ja, komm. Verdammt! Bin ich echt so ein schlechter Schütze geworden? Ah! Komm, weg, weg! Lasst mich in Ruhe! Keine Lust auf euch! So, das waren jetzt die Gründe, warum wir nämlich Munition gespart haben die ganze Zeit. Weil die werden wir jetzt nämlich ein bisschen mehr brauchen. Als vorher. Hat er noch was? Der Filter kann ich nicht mitnehmen, schade. Die Filter sind nämlich immer was Schönes. So, das war jetzt auch der Grund, warum unser ganzes Geld nämlich eigentlich im Filter gewandert ist. Weil wir uns nämlich die ganze Weile jetzt hier oben bewegen müssen an der Oberfläche. Und da ist es schöner, wenn man ein bisschen Vorrat hat. So gesagt. Weil Vorräte sind immer ganz praktisch. Zack. Nee, kann ich noch nicht wechseln. Also meiner Gasmaske geht es anscheinend noch richtig gut. Man sieht nicht kaum Risse, weil... Desto länger man an der Oberfläche ist, desto mehr Angriff ausgesetzt wird, desto mehr Risse nimmt die Gasmaske. Deswegen sollte man ab und zu auch die Gasmasken wechseln. So. Ihr macht hier nichts mit mir heute. Ich habe den Bedarf darauf, mich abknallen zu lassen. Also aufschlitzen. Oh, Vision. Save Point. Sehr schön. Licht mal kurz angemacht. Umgeschaut. Licht wieder aus. Wir wollen nicht so viel Aufmerksamkeit erregen. Aufmerksamkeit kann nicht so gut sein. Ja.
Ja, das Leben hier in dieser Zeit ist durch schon vorbei in diesen Gebäuden. Hey, cool, ein altes Telefon und eine Tastatur. Ja, ich habe eine schwarze, keine weiße. Ja, bei mir ist so ein bisschen alles eingeschwärzt. PC schwarz, Monitor schwarz, Maus schwarz, Tastatur schwarz. Finde ich irgendwie passt besser in die Wohnung rein. Die ist nämlich nicht schwarz, falls man das vermuten würde. So schwarz angehaucht bin ich da nicht. Ich hab zwar, hopp, da ist ein Pfeil. Gehen wir den mal lang. Ja, weil hier ist irgendwie noch ein Ranger-Versteck. Und hier gibt es nämlich schöne neue Sachen. Eine Munition angelegt. Doktorgewehr. Moon. Goldene Moon auch vor allem wieder. Das heißt, wir können wieder mal ein bisschen nachrüsten. Hopp, ab geht's wieder. Ach du Scheiße, jetzt was. Versuchen wir es mal auf den anderen Weg. Halt. Mal den slowen Weg genommen, also den leichten Killweg. So, schnell wieder Messer eingesammelt. Weil es macht nämlich einfacher, die Viecher mit den Messern zu töten. Spart erstens Munition, zweitens ist es lautlos und dann kriegen wir nicht mehr so schnell mit hier. Ich glaube, das waren nämlich nicht die letzten. Hoffe ich doch. Bitte. Ich habe keine Lust mehr auf euch. Ja, ja. Ich glaube auch, das Winseln wird nicht funktionieren hier im Spiel. Winseln so viel wie du willst, du wirst es trotzdem nicht kriegen, ne? Beziehungsweise wir werden dich immer noch kriegen. Ach, toll. Ach, Katze schaut zu. Ist auch nicht ganz was Süßes mal wieder. Also nicht wundern, wenn ich nebenbei mal Mörb blicke. So heißt meine Katze. Mörb mit Doppel-Ö. Ist nichts Neues. Boah, ja. Nicht jeder hat so eine Katze. Nur einen kurzen Schluck Wasser genommen. Die Stimme wird nämlich trocken mit der Zeit. Schnell den Filter gewechselt. Zack. Damit man wieder ein bisschen ruhig atmet. So. Ich weiß es hier rum oder kriege ich noch was rum. Ha, wusste ich doch. Nämlich Patronen fürs Luftgewehr. Werde ich mich eine Zeit lang nicht benutzen. Ich werde das dann ja, dafür benutzen, um später klasse. Vier Lautes töten. Weil, wenn wir also lautlos töten, dann schrecken wir jetzt nicht gleich die ganze Meute auf. Und haben danach nicht die Probleme mit den ganzen Viechern auf den ganzen Hals hier. Ich will die hier auch nicht auf dem Hals haben, alle. So gut wie es geht. Halt. Im Voraus. Ja, kommst du denn her? Ich dachte. Hättest du nicht mal liegen bleiben können? Wie normaler Mensch. Ja, wenn ihr mal normale Menschen wert. Sind es aber nicht. Das sind sogenannte, ja, evolutionäre Nachkommen. Nach dem Atomkrieg. Und damit müssen wir jetzt auch leben, dass wir jetzt hier rumspringen. Halt, gucken wir mal schnell hier rein. Immer schön in den LKWs gucken, immer schön umschauen, weil da findet man auch Dinge. Und da wo Dinge sind, ist auch Munition. Kinderlachen. Ja, ich glaube, den Tod kann man nicht so wirklich aufhalten. Biologisches Konzept, der Tod gehört zum Leben dazu. Wir werden uns jetzt aber hier reinbewegen. Weil wieder einen Punkt gefunden. Jo. Ja, Licht ist nicht mehr Freund. Das sind sogenannte Ranger Points. Also da wohl, oder Stalker Punkte. Wo immer wieder mal Munition, alles mögliche versteckt wird. Wenn ich mich daran erinnere, wird es ziemlich so wirklich fies.
Wie viel haben wir jetzt noch auf eine Piste? 82? Geht ja schon mal. Was sagt die Schrot? Halt, mal nachladen. Sicher ist sicher. Man kann nie so oft genug nachladen, wie es geht. Wow. Das ist grün auf einmal? Komisch. So muss das mal früher ausgesehen haben. Euch nicht messern. Gut, zwei Viecher tot, wieder ein bisschen Munition gespart. Gott sei Dank. Boah, es war auch wieder eng geworden. Es hätte böse ausgehen können, die Aktion. Verdammt böse. Glück gehabt. Ha, ja. So sieht's manchmal aus. So, ein paar Minuten haben wir noch. Ich werde jetzt das Heidi-Pumpeiti in den nächsten Aufnahmen überspringen, weil wir werden jetzt hier durchgehend eine Aufnahmerunde machen. Ja, ich sag das mit Absicht, Aufnahmerunde. Das war Aufnahmesession, klingt für mich immer so denglisch. Und ich mag den denglischen Wortbegriffe. Deswegen gucken wir uns ein bisschen um hier. Zack. Ah. Nochmal schnell ins Auto geguckt. Ja, Moon. Okay, der Filter. Klasse. Filter wäre mir lieber gewesen. Nee, da geht's nicht lang. Hopp. Hopp. Lass du mich hier runter? Nee. Oh, ab wieder ins Gebäude. So, schnell mal wieder Taschenlampe ausgeschalten. So. Wir sind hier irgendwo in einem Gebäude. Schauen wir uns noch ein bisschen kurz um. Schleichen hier noch durch die Kante. Suchen noch nach den letzten Verstecken. Vielleicht finden wir ja noch was. Oh. Genau so. So, und mit dem letzten Versteck stoppe ich jetzt die Aufnahme. Und wir sehen uns gleich wieder in Folge 6. Bis gleich.